Das Schloss Schlottenburg zählt zu den Wahrzeichen Berlins. Das schönste und größte erhaltene Hohenzollern-Schloss in Berlin, der Hauptstadt, wurde als Sommersitz für die erste Königin in Preußen, Sophie Schlotte, errichtet. Sie gab auch dem Schloss und dem Bezirk den Namen. Das Schloss Schlottenburg wurde 1695 bis 1699 nach den Entwürfen von Arnold Nering gebaut. Ursprünglich gedacht als Garten- und Lustschlösschen für Sophie Schlotte, der Gemahlin von dem Kurfürsten Friedrich III. Das Schloss Schlottenburg hat einen einzigartigen, prunkvollen Barockgarten, der in einem Landschaftspark mündet. Das Schloss Schlottenburg hieß anfangs Schloss Lietzenburg und hat seinen Namen erst nach dem Tode von Sophie Schlotte erhalten, 1705. Nicht nur das Schloss, sondern auch das Dorf drumherum hieß ab diesem Zeitpunkt dann Schlottenburg. Ihr Gatte, Kurfürst Friedrich, starb wenige Jahre später und dann wurde erstmal nichts an dem Schloss gemacht. Ab 1740 dann folgten weitere Umbaumaßnahmen, unter anderem von den Architekten Schinkel, Langhans und Knubbelsdorf. So wie das Stadtschloss in Mitte, viele andere Teile Berlins, wurde auch das Schloss Schlottenburg im Zweiten Weltkrieg beschädigt. Im November 1943 fielen leider auch ein paar Bomben darauf. Und in den 50er Jahren wurde also mit dem Wiederaufbau begonnen, beanspruchte gute 2 Jahrzehnte und endete mit dem neuen Aufbau der Kuppel sozusagen einem krönenden Abschluss.